Das große von dem Block oder von unten, das ist ja ganz festes Papier und klebt da Packband umrum und dann der Geschenkaufkleber drauf. Dieses Papier, was da ist, zwei Bögen davon. Und da klemme ich das Bild zwischen. Jedenfalls passt das da rein, oder was? Passt das da rein? Was für ein Papier? Ja, jetzt wird das erstmal so eingeschlagen mit Für wie dem. viel? Zwei. Moin und wunderschönen guten Abend am Donnerstag um 5 vor 8. Ihr habt jetzt eben mitgekriegt, live und in Konzert. Sven und ich verpacken gerade ein Bild, das Kakteenfensterbild für Jutta. Ich habe zwar Kartons für Wolle und so, ja, die bei mir im Shop kaufen, kennen die Kartons. Aber für Bilder habe ich ja nichts. Ich bin ja jetzt hier kein Galerist oder so, der da extra. Hätte man überlegen können. Aber wir haben eine Lösung gefunden. MacGyver ist natürlich wieder am Start. Und dann, Knaller, ich hatte sechs Karten, diese kleinen Wichtel-Wichtel-Witzis. Nein, Quatsch, Spaß. Die kleinen Wichtel habe ich ins Shop gestellt und auf Insta gepostet und weg waren sie. Und dann hatte ich noch eine Anfrage gekriegt, ob die noch da sind. Und da musste ich sagen, Jutta, nein, die sind weg. Aber es freut sich ein anderer und zwar Alex. Ganz süße Kleine. Und ich habe gedacht, weil die sind echt sehr beliebt, so auf Instagram und so. Und bei meinen Kunden und Zuschauern und so. Und da habe ich gedacht, Sanne, nimm doch mal deine Farben. Dein Aquarellblöckchen und mal live kleine Wichtelpostkarten. Mal gucken. Die kommen dann auch wieder ins Shop. Ich denke mir mal eben ein paar Motive aus. Ich finde immer die gleichen. Ist gut, das hat jetzt zum Beispiel ja nur Alex, diese sechs. Das sind ja immer Unikate, Einzelstücke, so gesehen. Das sind ja auch keine Drucke. Keine, ne? Und ich könnte sie ja jetzt so in der Art nochmal malen. Ich fand zum Beispiel den kleinen Besoffenen, der da am Glühwein genascht hat, fand ich ganz niedlich, der da bäuchlings liegt. Aber ich werde mir was einfallen lassen und dann malen wir zusammen. Ich habe jetzt meine Skizze eben hier gemacht. Das ist wieder dieser kleine Glühwein, wo ich geschrieben habe, wir brauchen die Guttempler. Der hat sich hier an der Zimtstange runtergleiten lassen und sich diesen Sternanis genommen und daran dann ein bisschen genuckelt. Und weil das ja Glühwein mit Schuss ist, ist er jetzt, ja, dumm. Was soll ich sagen? Und den malen wir jetzt aus. Da suche ich mir mal ein paar schöne Pinselchen. Dicker rein brauche ich. Unbedingt. So, wir beginnen mit dem Becher. Wir nehmen, der Becher kommt in Karandasch, irgendein Blau. So eine schöne maritime Winterfarbe. Ich habe eben noch mit Jutta geschrieben, habe ihr gesagt, ich verpacke gerade ihr Bild und dann sage ich, ich kann ja ein Video machen von den Wichtelgemale. Oh ja, sagt sie. Sie mochte das andere Bild, das Video auch, das ist so schön entspannt. Und da habe ich geschrieben, ich denke immer so, das ist langweilig so. Obwohl ihr schreibt ja, das ist nicht langweilig, ihr seid immer so tiefenentspannt. Und dann lese ich, ich habe eine angenehme Stimme.
So, da machen wir auch gar nicht jetzt hier so, die soll so ein bisschen so, ne, hell, dunkel, aquarellig. Das ist die Tanne. Dann nehmen wir mal ein bisschen dunkler in beim Henkel, das ist der Schatten. Und das ziehen wir nur so nach außen, so ein bisschen aus. So. Zimtstange. Da mache ich hier hinten eine ziemlich harte Linie. Die ist also gedreht. Hier kann auch so ein bisschen. Und dann nehme ich wieder Wasser und lasse das so auslaufen. So hell-dunkel, ihr wisst, was ich meine. Hier ist das sehr windig, die Türen klappen hier. So kann man das dann auch noch wieder ein bisschen aufhellen. Bisschen Wasser anlösen und dann so. Dann ist das nicht so zugeklettert. So. Den Tannenbaum, den machen wir so in Jäger Olivgrün. Und da mache ich es auch gleich so. Also nicht so wild hin und her, sondern und es ist auch egal, wenn da so ein bisschen Farbe so drüber geht oder so. Nur diese super Linien, was ich jetzt eben gerade weggemacht habe, die mag ich nicht. Aber so, wenn das jetzt so ein bisschen hier so drüber geht, gibt das noch so einen Konturenrand so ein bisschen. Und weil die Wichtel ja auch, die sind ja ziemlich klein. Und weil die so klein sind, dann nehme ich mir meine Prismacolor oder Polychromos und mal damit die Gesichtsfarbe. Da grundiere ich dann einmal so Hautfarbe. Wo ist der andere Lüde denn? Die sind schon so weggespitzt. So. Bisschen schattig machen hier am Haaransatz. Und jetzt nehme ich so ein schönes Edelpink und mache ihn so beschwipste rosa Bäckchen. Den haben das richtig die Schuhe ausgezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, und das wird dann wieder mit Weiß verblendet, dass das nicht so eine kreisrunden Abbildbacken sind, sondern so ein bisschen so verschwommen. Sternanis. Dann male ich zum Mittelpunkt. Ihr seht, da sammelt sich dann die Farbe. Auch wieder ein bisschen wegnehmen. Die Zimtstange ist mir nicht zimtig genug.
So. Jetzt machen wir die Hose, die machen wir in Braun. Er hat eine helle Kordhose an. Muss auch immer sehen, dass ich da nicht ins Nasse da rein mal. Hier jetzt zum Beispiel da bei der Tanne. Ich aufpassen. Also die Mütze ist ein bisschen dann noch unter dem Kopf. So. Handschuhe hat er oder sie oder es. In Rot. So. Da auch. Und die Socken kommen in Grün diesmal. Oder nee. Ich mache den Pulli in Blau und die Socken auch blau. Aber gestreift kommen die. HDL. Ja, mache ich. Ja, das weht ja wie. Ja. So, einmal die kleinen Söckchen. Und der Pulli. Mir ist vielleicht auch ein bisschen übel, weil hält am Bauch. Oder ist einfach nur seine Schlafposition. Da seht ihr das bei der Hose, da würde das jetzt, wenn ich dann nochmal rübergehe, am Hosenbündchen da, da würde das jetzt verschmieren, weil die Farbe noch zu feucht ist. Glück gehabt. Um dass man jetzt sieht, wo der Arm so ist, mache ich das hier noch ein bisschen dunkler. Und unterm Arm auch. So. Da ist das reingelaufen. Ich werde das eben einmal anpusten. Komm her, Föni. Achso, ich hatte heute Morgen eine Frage, oder? Ja, es war eine Frage. Da war eine, die wollte sich wohl einen Embossing-Föhn kaufen. Meines Erachtens nach, wenn man jetzt wenig embosst, ich sag mal so, was weiß ich, zu Ostern oder, mag ja sein, dass das dann Embossing-Föhn, aber dann liegt der.
so ein Industrieföhn, wenn du renovierst oder Farbe abtragen willst, abspachteln willst, dann hast du den auch richtig in Gebrauch, wie Svens Mutter, da die Wohnung gemacht werden musste, da hatte Sven den dann mit für renovieren und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Embossing-Föhn, den ich hatte, und der, ich weiß nicht, 30, 40 Euro hat der gekostet, in Pink, den habe ich mir in so einem Bastel-Online-Shop gekauft. Und wie gesagt, nicht billig. Und wenn ich embossed habe und das dauerte dann ein bisschen, dann hat der sich alleine ausgeschaltet, damit er wohl nicht überhitzt. Und irgendwann, es hat nicht lange gedauert, dann ist der nicht angesprungen. Und ich glaube, im Angebot kam hier dieser Industrieföhn, den ich hier habe, ich muss lügen, 25 Euro in so einem Koffer drinne. Also das, wie gesagt, man muss das abwiegen. So ein Embossing-Föhn ist so ein kleiner, so ohne Griff, so aber ich halte davon nichts. Also ich würde mir keinen Embossing-Föhn mehr kaufen, ganz ehrlich. So, jetzt machen wir hier mal so eine Glühweinspur, also ne, im Becher. Schön gewürzt mit Nelken, Sternanis, Zimt, Kardamom. Da unten habe ich schon eine kleine Pfütze gemacht. An den Rändern ruhig ein bisschen dunkler. Jetzt habe ich gerade ein Edding. Also ich male nicht nur mit, aber das wisst ihr ja, ne? Die meine Videos, aber vielleicht ist das ja jetzt gerade mal einer, der das nicht weiß. Also ich male nicht nur mit Aquarell oder so, ich male mit allen. Mit Tippex, mit Edding, mit alles, was passt. Jetzt können wir dem Kleinen schon mal Ringelsocken machen. Dann male ich nachher nochmal drüber. Und die obligatorischen Strickmuster an den Ärmeln kommen sie so. Ein bisschen versetzt immer. Mütze, Pünktchen. Und ich glaube, das ist das, was die Leute niedlich finden. Ich finde das zum Beispiel und Gitte und Bille auch so niedlich. Dieses Dunkelblau mit den weißen Pünktchen oder Rot mit weißen Pünktchen, das macht die so lieblich. So freundlich, so die mag man. Freunde, genau. Crispin sagt gerade Freunde. So, da liegt dann der kleine Tor. Die Augen. Gucken, ob der geht. Ob ich das so mit den hinkriege mit diesen. Ein bisschen abheben. Und mit Kontur unten nur um ihn rum. Ein Stern auf dem Becher. Auf dem Becher. Ihr Becher.
Das sind die Hälse, große Schüssel, nichts zu fressen. Spaß. So, mit Edding Silberglitter kommt ein Silberstern. Das soll ja auch festlich sein, ne? And then... Nehmen wir mal einen ganz dicken Pinsel. Naja, ganz dick. Und ich nehme jetzt meinen Metallkasten. Janet. Und mach dann mal den Bodenbelag. Der kommt in Gold. So Blassgold. Ein bisschen schräge halten muss ich das. Nicht zu dicht an den Gemalten, sonst... Mache ich das heller? Nehme ich mal ein bisschen hier von dem Metallic Grün. Ich brauche noch ein bisschen Kontur da, wo er liegt. Kleiner Schatten. So. Jetzt lasse ich das ein klein bisschen antrocknen. Ich trinke mal meinen obligatorischen 2 in 1. Bevor das jetzt richtig antrocknet, nehme ich Metallic Weiß aus meinem Metallic-Kasten. Und gehe hier so am Rand einmal rundum. Auch auf dem Becher, da können diese Blättern ruhig sein. Speckles. Und jetzt gehe ich nochmal ins dunklere Grün und mache im Tannenbaum auch noch ein paar. Die verschwimmen, weil die Farbe noch feucht ist, schön. Aber die lockern das so alle so ein bisschen auf. Ich trockne das mal an. Mein Akku hat nur noch 4%. Jetzt hänge ich am Strom dran und jetzt zieht mir das mein Stativ zur Seite. Nee. Jetzt nehme ich hier so ein Gold-Gel-Liner, mache hier noch einen Sternanis so ein bisschen. Und hier, das ist mir dazu weiß oben, bei der Zimtstange. Dann nehme ich hier die Reliefpaste und squeeze hier noch einfach ein paar. So eine 3D, einen kleinen, von mir aus Lichtpunkte oder Tannenbaumkugeln, egal.
drauf. Und diese Sitze da vom Glühwein und den Glühwein selber, alles, was so ein bisschen feucht aussehen soll, da kommt ein bisschen Glossy Accents. Und ich habe was gesehen auf dem Handschuh von dem Kleinen. Fehlen noch Punkte. Und außerdem hat er noch keine Haare. Dann nehme ich aber einfach nur so einen Hautton und deute da so eine kleine Strähne an. Und fertig ist die kleine Karte.